Willkommen im Taekwondo Center Pankow. Heute habe ich zwei Neuigkeiten. Erstens beginnt das Einzeltraining und zum Zweiten gibt es Informationen zusätzlich zu Instagram und der Webseite, jetzt auch auf YouTube und über die Taekwondo News App direkt auf Smartphone. Fangen wir mit der ersten Neuigkeit an. Das Präsenztraining findet also als Einzeltraining statt. Wir gehen raus und werden beim Abstand von 5 Metern in sicherer Entfernung zusammen trainieren. Das Training dauert 30 Minuten und es kann ganz normale Kleidung getragen werden, wie für üblichen Sport auch. Zieht euch mehrlagig an, dass ihr euch gegebenenfalls noch eine Lage, falls es kalt wird, draufziehen könnt oder falls es zu warm wird, runter. So schwitzt ihr euch nicht durch und werdet krank und könnt euch mit mir endlich wieder dem Taekwondo widmen. Die Anmeldung erfolgt wie immer über Telefon, SMS und E-Mail-Adresse. Ob eine Stunde bereits ausgebucht ist, seht ihr auf der Webseite auf dem Stundenplan. Ich werde, da wir normalerweise 60 Minuten Training haben, 30 Minuten Training, also zweimal Training am Tag anbieten. Zusätzlich zum Präsenztraining werde ich Videotrainings hochladen. Die sind für zu Hause gedacht oder draußen. Für jeden Gürtelgrad werde ich ein Video hochladen. In der nächsten Woche sind die Weißgurte dran. Auf der Webseite werde ich einen extra Seitenbereich einrichten und dort nacheinander die Videos veröffentlichen. Es werden YouTube-Videos sein, die nicht gelistet sind. Ihr müsst also wirklich auf die Taekwondo-Webseite gehen. Kommen wir zu der zweiten Neuerung. Ab sofort werden Neuigkeiten, Meldungen zusätzlich zu Instagram und der Webseite auch auf YouTube veröffentlicht, wie dieses Video hier zeigt, und mithilfe der Taekwondo News App verteilt. Der YouTube-Kanal ist, wie gesagt, für allgemeine Neuigkeiten, Meldungen zuständig, so wie dieses Video hier. Die News App ist ein bisschen spezieller, denn dort werden alle wichtigen Neuigkeiten direkt aufs Smartphone gesendet und wenn man in den Einstellungen auch die Push-Nachrichten aktiviert, sofort mit einem entsprechenden Meldegeräusch in dem Mitteilungsbildschirm dargestellt. Ab sofort kann also einem nichts mehr entgehen. Die App kann installiert werden ganz normal über den Google Play Store und heißt Taekwondo Pankow News App. Die entsprechende App für iOS ist aktuell in Vorbereitung und wird auch in diesem Monat online gehen. Das waren also die Neuigkeiten. Ab sofort gibt es Präsenztraining und Videotrainings und Neuigkeiten kommen zusätzlich zu Instagram und der Webseite, jetzt auch via YouTube und über die Taekwondo News App. Ich wünsche allen noch ein erfolgreiches Wochenende und eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Bis bald.